unserem philosophischen Boxenstopp, der Kick für den Kopf. Wie immer befinden wir uns in unserem kleinen improvisierten Bildungsfernsehstudio hier in Wielen im Zehnthaus. Und es geht heute um die Frage, was ist eigentlich der Mensch, nachdem wir uns jetzt darüber unterhalten haben, was ist das Ich? Was ist Freiheit? Heute die Frage, was ist der Mensch? Auch dazu einige Gedankensplitter. Die Frage wird von den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen natürlich ganz verschieden beantwortet. Der Soziologe würde sagen, der Mensch ist in erster Linie ein gesellschaftliches Wesen. Die Gesellschaft bestimmt das, was den Menschen ausmacht. Der Biologe sieht den Menschen als Teil der Natur. Der Philosoph als vernunftbestimmtes Wesen. Der Religionswissenschaftler als transzendierendes Wesen. Und der Psychologe als ein Wesen, das von seinem Unbewussten gesteuert ist. Machen wir uns einige philosophisch-psychologische Gedanken dazu und zeigen nochmal, dass der Mensch ein Wesen ist, das zwischen allen Stühlen steht. Er ist einerseits von der Natur beeinflusst, von Instinkten, und andererseits ist er natürlich auch ein kulturschaffendes Wesen, seit es ihn gibt. Also er ist von der Vernunft bestimmt. Dieses Dasein in der Kultur, das bereitet dem Menschen, so sagt Freud, aber Unbehagen, denn dieses Dilemma zwischen Kultur, Freud nennt es das Über-Ich, und Natur, Freud nennt es Es, ist eine ständige Herausforderung. Der Mensch ist ständig in einem inneren Disput zwischen diesen Instanzen. Es gibt nun verschiedene Menschenbilder. Die einen sind eher optimistisch. Die sagen, der Mensch ist von Natur aus gut. Die anderen eher pessimistisch. Der Mensch ist von Natur aus böse. Oder dazwischen wären die Skeptiker, die sagen, ja, er ist beides und man weiß es nicht so genau. All diese Menschenbilder haben natürlich einen direkten Einfluss darauf, wie eine Gesellschaft konstruiert und gestaltet wird, wie mein moralisches Koordinatensystem aussieht. Das Menschenbild der Gegenwart ist, so meint mein Leib- und Magenphilosoph Erich Fromm, vor allen Dingen durch den Konsumismus geprägt, so nennt er das, und sagt, das ist eigentlich unsere neue Religion. Also das hat sich noch nie bewegt, aber jetzt bewegt sich, auch ganz lustig. Und er sagt, dieser Konsumismus ist die Ursache der Tatsache, dass die klassischen Koordinatensysteme, die Systeme, die den Menschen bisher Stabilität und Orientierung geboten haben, nämlich Familie, Religion, Heimat, kollabiert sind, was den Menschen verunsichert hat. Und er hat sich nun in der Gegenwart diese neue Religion des Habens, die er als Konsumismus bezeichnet, zugelegt. Und er ist entfremdet in dieser Situation, sagt Erich Fromm. Und das Dogma dieser Gesellschaft lautet, du bist nichts, konsumiere und du wirst glücklich sein. Oder an einer anderen Stelle formuliert er, der Mensch fühlt sich leer. Und um diese Leere gleichsam symbolisch auszufüllen, füllt er sich mit Dingen an, die von außen kommen. Wir werden in einer nächsten Sendung auch das Thema Erich Fromm, Haben oder Sein, in den Mittelpunkt stellen. Dann gibt es mehr Ideen und Gedanken dazu. Ein amerikanischer Tiefenpsychologe, Yalom, sagt, dass sich eigentlich die gesamte menschliche Existenz auf vier Grundfragen, Grundbefindlichkeiten reduzieren lässt. Und er sagt, in seiner langjährigen Praxis als Psychoanalytiker, er ist inzwischen weit über 80 und arbeitet immer noch als Psychoanalytiker. Und er sagt, in all den Jahrzehnten und all den Patientengesprächen, die ich geführt habe, habe ich gemerkt, dass die Existenz des Menschen
sich immer nur um vier Fragen bewegt, nämlich um die Frage seiner eigenen Endlichkeit, die Frage nach dem Tod, um die Frage nach der Freiheit, wie frei bin ich oder bestimmen mich meine Neurosen, die Frage nach dem Sinn und die Frage nach der Einsamkeit. Wie halte ich es aus, mit mir allein zu sein? Und er sagt, deshalb bleibt diese ontologische Verunsicherung bestehen. Sie begleitet uns unser ganzes Leben. Und der Preis, den wir bezahlen, um diese ontologische Verunsicherung loszuwerden, der ist eigentlich die Aufgabe des eigenen Ich, die Aufgabe des eigenen Selbst. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bleiben Sie skeptisch.